Nein! Mach dir keine Sorgen, Josh. Du musstest doch die Wahrheit sagen, um Brunhilda zu beschützen, ne? Ich hätte das auch so gemacht. Pack deine Sachen zusammen und hör auf, dir Vorwürfe zu machen, okay? Danke, Angus. Dauert nicht lange. Ach, Schätzchen. Gefällt's dir hier? Ja, mir auch. Aber wir müssen woanders hin und das ist nur die Schuld dieses bösen Katers. Ja, Schätzchen. Wir ziehen jetzt in ein neues Zuhause. Ein schöneres. Und du wirst dort auch glücklicher sein. Und jetzt geh zu Papa. Gib ihm einen Kuss, na los. Gib ihm einen Kuss. Es tut mir leid, Josh, aber wir haben's versucht, nicht wahr? Hä? Was? Was soll das heißen, Angus? No smoking. Ich wünschte, es wäre nicht so gekommen. Alter, was ein Drecksack. Angus, was ist los? Leb wohl, Josh. Zufrieden, du Hurensohn? Das waren anständige Leute. Das ist krass. Ich hoffe, jetzt geht's dir besser. Ich mag's, wenn du lächelst. Du könntest nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Was zum... Na toll, tot. Ey, ich hab doch nach rechts gedrückt. Nach rechts. Erneut versuchen. Bist du jetzt zufrieden, du Hurensohn? Ja, ja. Das waren anständige Leute. Oh, Scheiße. Wir hatten das nicht verdient. Du könntest nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Was zum... Komm schon, tu es. Tu es. Tu es. Jawohl. So, jetzt aber, was denn jetzt? Die Maske würde mir etwas mehr Zeit verschaffen. Die Frage war nur, wie viel. Ja. Vielleicht können wir noch was, Spano ist gerade dort hinausgerannt.
Viel zu schnell, mach langsam. Ja. Stress. Hat mit seinem schlichten Arm einen Ventilator angehalten. Mit seinem schlichten Arm. Benno's Kraft. Okay. Alter Verwalter. Na Jung, was geht? Errat! Pillemann! Grüß dich. Mein Bartbruder. Ist das die Euphorie? Ah, der hat die Pillen genommen. Ich werde dich jetzt zeigen. Los, komm dir an! Komm! Okay. Oh Jesus. Oh je. Ich glaube, sein Herz macht das gleich nicht mehr mit. Da ist der nächste Tote. Oh Mann. Na toll. Na, wieder zu Kräften gekommen war. Ja, okay. Da ist schon die Polizei. Boah, mit dem Kind ist krass, ey. Waren die nicht? Weiß ich auch nicht warum. Der hat schon mal Herzdruckmassage machen müssen. Sie haben getan, was sie konnten. Kommt er durch? Die Ärzte sind sich sicher. Sie haben ihn bewusstlos an der Tür zum Keller gefunden. Was? Er ist bei einem Stab. Scheiße jetzt. Ah, bei der Kellertür, genau das. Auch nicht. Oh, Scheiße. Ventilator. Obwohl er hat mit seinem schlechten Arm Spendumstab kurz nach dem. Das passt nicht, Roger.
Die Bullen fanden Kittel. Ja, genau, aber da kommt ja noch was. Ja, ich hab sonst nichts, was passen würde. Das passt ja alles nicht. Das vielleicht? Nee. Warte mal, aber wir können das mit dem anderen Gill, genau. Da. Könnte Gil die Kellertür von außen versperrt haben, um Mitchell umzubringen? Meinen Sie, das ist eine gravierende Anschuldigung? Sind Sie sicher oder ist es nur eine Ihrer Theorien? Ich bin mir sicher. Gil hat's mir selbst gesagt. Mitchell hat ihn praktisch gezwungen, für ihn zu arbeiten. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass Gil der Typ ist, der erst abdrückt und dann Fragen stellt. Außerdem würde ich sagen, dass er gar nicht ohnmächtig war, als man ihn gefunden hat. Das war nur vorgetäuscht. Sie meinen, Gil hat etwas mit den vorherigen Morden zu tun? Was wäre, wenn es Gil war, der seinen Partner Randall Lay auf Befehl von Mitchell umgebracht hat? Noch eine schwerwiegende Anschuldigung. Sind Sie sicher? Nein, ich bin mir noch nicht sicher. Aber es könnte so sein. Interessante Bilanz. Könnte Mitchell nicht Randall Lays Mörder sein? Mitchell. Zweimal. Nee, Quatsch. Warte mal, Mitchell hat zweimal als nächster Nähe sein Ziel verfehlt. Ach so, ja. Genau, und das wäre Scharfschütze. Genau. Ha, genau. Er schießt also zweimal aus nächster Nähe daneben. Und schießt dann einem Typ quer über die Straße in die Stirn? Nee. Nein. Mitchell ist nicht der Scharfschütze, der Randall Lay beseitigt hat. Ja. Ah, schätze mal, Sie haben recht. Aber wir wissen immer noch nicht, wie Craig Spanow zu Tode gekommen ist. Doch, mit Drogen. Hier. Wo ist das? Genau. Und da ist es ja, genau. Boah, Alter, noch was? Ja, genau. Ha! Perfekt. Kein Zweifel möglich. Spanow hat sich aus dem Labor die Drogen geholt, die ihn dann umgebracht haben. Verstehe, aber wenn das wahr wäre, wie viele andere Sportler sind dann noch in Gefahr? Und vor allem, wer sind diese Sportler? Hat Bobby Hell was damit zu tun? Es spielt jetzt keine Namen aufschreiben. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber schreiben Sie sich diese Namen auf. Peter Lowe. Xavier Chains, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler und ja, Bobby Yale. Danke, zur Abwechslung mal Leben retten, was? Wie auch immer, danke für den Anruf. Ich hatte schon gedacht, Sie würden der Polizei nie mehr über den Weg trauen. Ich traue niemanden über den Weg. Ich vertraue nicht den Bullen, sondern Ihnen. Wer sagt, ja genau. Ich vertraue nicht den Bullen, sondern ihn. Lächeln, Johnny Boy! Danke für den Tipp. Dafür kriege ich den Pulitzer. Oh. Schaff den Kerl hier raus. Sorry, Weekly. Dann bringen wir es hinter uns. Als der Krieg zu Ende war, brachte Mitchell Grün dazu, seine Supersoldatendrogen bei Spitzensportlern einzusetzen. Irgendwie bekam dann von Mitchells Machenschaften Wind. Als Mitchell hörte, dass Dunn ihm auf die Schliche gekommen war, befahl er Randall Lay, ihn umzulegen und die Sache Yale anzuhängen. Anschließend befahl er Randall, Dunns Haus und den Boxclub gründlich nach belastendem Material zu durchsuchen. Die arme Putzfrau ist quasi zufällig zu Tode gekommen.
Als Sie Ihre Nase in diesen Fall gesteckt haben, versuchte er Sie durch einen Besuch seiner Schläger abzuschrecken. Das klappte nicht. Also bat er Randall, Sie auf dem Dach des Boxclubs zu erledigen. Doch Randall versagte nicht nur, sondern wurde auch noch gefangen genommen. Also sollte Gil ihm eine Kugel in den Kopf jagen, was Gil sehr wütend machte. Sie kamen der Lösung näher und näher, bis sie schließlich Mitchells Hauptquartier gefunden hatten. Mitchell erkannte, dass er in der Falle saß, brach alle Brücken ab und brannte sein Labor nieder, in dem sich noch Dr. Grün und dessen Tochter befanden. Gil sah seine Chance, sich an Mitchell zu rächen und versperrte den einzigen Ausgang, um Mitchell selbst den Flammentod sterben zu lassen. Habe ich noch etwas vergessen? Nein, das war's. Nur Kleinigkeiten. Doch keine Sorge, um die kümmere ich mich jetzt. Also, vielen Dank für alles. Krass. Was? Doch dieser Lee, gut, der ist ja gestorben, den haben sie ja im Krankenhaus erschossen. Dass er nicht plaudert, den hätten wir ja beinahe so weit, da haben wir ja einen Deal angeboten.